Jedes Buch, das man öffnet, ist wie eine Tür in eine neue Welt. Einige der kostbarsten Druckwerke aller Zeiten. Über 60.000 Handschriften. Zwei Drittel davon aus dem Orient. 70.000 Musikhandschriften. 200.000 seltene Drucke. Mehr als 1 Million Karten und Globen. Und nicht zu vergessen, über 11 Millionen Bücher. Die Staatsbibliothek zu Berlin ist die größte wissenschaftliche Universalbibliothek im deutschsprachigen Raum. Sie hat zwei wesentliche Aufgaben. Sie dient sowohl Forschung als auch Kultur. Sie macht ihre Schätze nutzbar und sie bewahrt kulturelles Erbe von höchstem Rang. 2 Jahrtausende Wissen der Welt, gesammelt in 3,5 Jahrhunderten. 1661 vom großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm gegründet, wuchs die kurfürstliche, dann königliche Bibliothek im 19. Jahrhundert zu Weltrang. 1914 bezog sie ihren neuen Palast unter den Linden. Nach dem Zweiten Weltkrieg aber wurde sie wie ganz Deutschland zerrissen. Das Stammhaus wurde zur Deutschen Staatsbibliothek der DDR. Im Westen wurde 1978 der spektakuläre Neubau von Hans Scharoun und Edgar Wisniewski eingeweiht. Mit der Wiedervereinigung begann die Herkulesaufgabe, die Sammlungen zu neuer Größe zusammenzuführen. Heute ergänzen sich die beiden Häuser. Das Stammhaus unter den Linden ist die historische Forschungsbibliothek. Das Haus an der Potsdamer Straße, die Bibliothek der Moderne. So entsteht ein unerschöpflicher Fundus für die Wissenschaften. Selbst wer etwa Literatur auf Mazedonisch oder Tscherkessisch sucht, wird hier fündig. Und bei Fragen fachkundig beraten. Schon der große Kurfürst sammelte einst chinesische Bücher. Heute erfüllen die Sondersammlungen zwei Funktionen. Zum einen bewahren sie erlesene Schätze, beispielsweise Handschriften, auf. Zum anderen stellen sie aktuelle Literatur zur Verfügung. So finden sich heute mitten in Berlin über 700.000 Bände auf Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, Tibetisch, die größte Ostasiensammlung Europas. Diese gewaltigen Ressourcen werden mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts besser nutzbar als je zuvor. Mit modernster Technik werden die Inhalte digitalisiert und anschließend für die Nutzung im Internet aufbereitet. So steht dieser Wissensschatz allen jederzeit und überall zur Verfügung. In der Restaurierungswerkstatt werden die kostbaren Originale zugleich mit modernsten Methoden und traditionellem Know-how restauriert und gesichert. Sogar das Papier zur Ergänzung von Fehlstellen können die Restauratorinnen selbst herstellen. Zu den wertvollen Originalen gehört etwa das älteste Druckwerk der Welt, entstanden vor über 1200 Jahren in Japan. Die einzig bekannte Bilderhandschrift des Nibelungenliedes. Oder ein weltberühmtes Album des Mogulkaisers Jahangir. Auch Martin Luthers hebräische Bibel mit seinen Notizen zur Übersetzung findet sich hier. Und ganze Nachlässe von hunderten großer Persönlichkeiten, wie etwa die Skizzen und Briefe von Alexander von Humboldt. Aber nicht nur Schriften erzählen Kulturgeschichte, sondern auch über 1 Million Karten und Globen. Die größte Sammlung ihrer Art in Deutschland enthält auch manche historische Kuriosität, wie beispielsweise Andersons teilbaren Globus, mit dem ein Breslauer Fabrikant eine neue Gravitationstheorie demonstrieren wollte. 450.000 Notendrucke, 70.000 Handschriften. Auch die Musikabteilung ist die größte in Deutschland. Mit unschätzbaren Originalen. Felix Mendelssohn Bartholdy,
Karl Maria von Weber, Bach, Mozart. Von ihnen allen besitzt die Bibliothek jeweils die wichtigste Manuskriptsammlung der Welt. Das Autograph von Beethovens 9. Sinfonie ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Die Eröffnung des neuen allgemeinen Lesesaals der Staatsbibliothek zu Berlin ist ein Meilenstein bei der Fertigstellung des Gebäudes. Die Staatsbibliothek wird mit diesem neuen Lesesaal ihre Aufgabe viel besser erfüllen können. Die Staatsbibliothek ist ein zentraler Bestandteil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und diese Einrichtung, die von Bund und allen 16 Ländern gemeinsam finanziert und getragen wird, verwahrt eben nicht nur das kulturelle Erbe Berlins oder Deutschlands, sondern das kulturelle Erbe der gesamten Menschheit. Hell, lichtdurchflutet und modern. Ein wunderbarer Ort, um neue Welten zu entdecken.